Oszillieren in nur einem Arbeitsgang und das mit ganz normaler Folie? Ohne Walzschlepper und ohne Fahrsilo? Genau zu diesem Zweck hat Lohnunternehmer Josef Altenbuchner eine Maschine entwickelt, die Silo Speed. Klingt verlockend, aber kann man damit wirklich schlagkräftig arbeiten? Wie funktioniert diese Technik? Was steckt dahinter und was leistet sie? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, haben wir uns das Verfahren im praktischen Einsatz angesehen. Es ist Ende April. Viele Betriebe in Gunstlagen nutzen jetzt das schöne Wetter für den ersten Grünlandschnitt. Auch bei Franz Erbschwendner in St. Georgen bei Salzburg wird heute siliert. Ein Milchviehhalter mit Stiermast und rund 75 Hektar Nutzfläche. Der Ertrag ist zwar nicht der allerhöchste, dafür stimmt die Qualität. Zum Häckseln ist Altenbuchner mit einem Klaas Jaguar 960 vor Ort. Die Abfuhr organisiert der Landwirt selbst mit zwei Kippergespannen. An der Hofstelle arbeitet die Silo Speed, die Josef Altenbuchner heute selbst bedient. In einem Arbeitsgang wird das Gras verdichtet, geformt und luftdicht in Folie gepackt. Daraus ergeben sich einige Vorteile. Ja, die gute Futterqualität und dass man einfach ein Silo zur Decke spart, man sich mal das, was eigentlich Korn interessiert, sage ich einmal. Und man ist so flexibel. Je nach Mengen einfach hat man auch an die Mitte da. Und Qualität einfach. Weil einfach beim Gras haben einfach die Inhaltsstoffe besser, durch das, dass es alle Vorteile vom Silieren hat. Es ist schnell verschlossen, was du eigentlich nur beim Rumpeln, sage ich mal, noch hast. Aber beim Rumpeln hast du keine Schnittqualität nicht. Und das hast du halt alles da. Das gehäckselte Gras wird in den 20 Kubikmeter großen Aufnahmebunker gekippt und von einem hydraulisch angetriebenen Kratzboden in die Maschine gefördert. Ein nach oben laufendes Abziehband schaufelt überschüssiges Futter zurück und sorgt so für eine gleichmäßige Dosierung. Ein mächtiger Rotor verdichtet das Erntegut vor. Der nachfolgende Blechkanal übernimmt die Formgebung der Silomiete. Die Maschine schiebt sich selbst weiter. Je mehr man die Räder einbremst, desto stärker wird das Material im Tunnel verdichtet. Das schafft bisher unerreichte Kubikmetergewichte. Beim Gras kann man über 300 Kilogramm Druckmasse hin. Also das kriegt man eigentlich nirgends zusammen. So bei Rumpeln haben es eher so 180 waren überhaupt. Und bei Mais so 270, 280 Kilo bringst du zusammen. Es kommt natürlich aber auch auf Feuchtigkeit drauf an. Was nass ist, kannst du nie so verdichten wie was Trockenes. Das ist einfach ja, physikalisch so gegeben. Gell? Also wenn es trickrig ist, kannst du sicher härter verpressen. Ob es dann wer so möchte oder nicht, das ist dann die Frage. Neben Gras kann die Maschine auch gehäckselten Mais, CCM und Industrienebenprodukte wie Rübenschnitzel verarbeiten. Durch die hohe Verdichtung ist der Platzbedarf geringer als beim Fahrsilo. Der schnelle Luftabschluss schafft die Basis für qualitativ hochwertige Silagen. Der intensive Zellaufschluss der Pflanzen durch den Rotor und das Häckseln beschleunigt den Fermentationsprozess. Auch Franz Erbschwendner schwört auf dieses Verfahren. Seit 2004 setzt er die Silo Speed auf seinem Betrieb ein. Du hast wenig Arbeitsaufwand eigentlich, vor allem händischen. Und du hast eine halbwegs sichere Qualität. Du musst weit nicht so viel weghauen als wie beim Vorsilo. Vorsilo, da hast du gleich mal irgendeine undichte Stelle oder so. Und da ist dann schon eine hübsche Menge zum Weghauen auch gleich, wenn es nicht passt. Und das ist eigentlich bei den Schlauchsilo hübsch ausgemerzt, das Problem. Die Silo Speed ist keine Schlauchpresse. Sie verwendet herkömmliche Folie, die mit Führungsrollen ausgebreitet und unter den Futterstock gelegt wird. Mit dem Eigendruck der Silomiete wird der Foliensitz fixiert. Damit der Tunnel dicht wird, muss aber der Untergrund passen. Der Platz muss einfach sauber sein, sage ich mal, wenn es ein betonierter Idealfall ist. Der darf eigentlich seitlich möglichst gar nicht hängen. Der darf leicht bergauf, leicht bergab gehen. Obwohl bergauf eher besser ist, weil du kannst natürlich dann vom Pressdruck leichter variieren. Er muss halt auf alle Fälle dicht sein, sage ich mal. Wenn ein frischer Schotter oder sowas ist, ganz gefährlich, dass eigentlich das dann, weil Gärgas ist ja schwerer wie Luft und die haut dann nach unten hin ab, wenn du ein kleines Loch reinkriegst. Entwickelt und gebaut wird die Silo Speed am Firmensitz in Hochburg Ach.
Vor mehr als 20 Jahren hatte Josef Altenbuchner Senior die Idee zur Entwicklung einer Siliermaschine, nachdem ihn die Arbeit einer Folienschlauchpresse nicht überzeugen konnte. Nach unzähligen Versuchen und vielen schlaflosen Nächten reifte die Idee zu einer marktfähigen Maschine. In der aktuellen Silospeed G430 steckt das geballte Know-how aus 20 Jahren Tüftelei. Wir haben im Prinzip Silieren neu lernen müssen. Weil es früher immer geheißen hat, das geht schnell. Und nur verdichten. Die Maschine verdichtet auf 300 Kilo Trockenmasse Gewicht, auch bei Schrädlet schon ein Traum. Und in Wirklichkeit ist Geschwindigkeit und ist der sofortige Luftabschluss. Die Silospeed kann zwar auch längeres Ladewagengras verarbeiten, ihre höchste Leistung erreicht die Maschine aber mit gehäckseltem Material. Damit sie ihr Potenzial ausschöpfen kann, müssen genug Transportfahrzeuge bereitstehen und die Fahrer der Erntekette gut angespielt sein. Die Flächen wurden am Vortag gemäht. Auch hier war Altenbuchner mit schlagkräftiger Technik am Start, dem Klaas Kuger 1400. Mit 5 Mähwerken erreicht dieser Selbstfahrer eine gigantische Arbeitsbreite von 14 Metern. Der 480 PS starke Antriebsmotor ist stark genug für Fahrgeschwindigkeiten bis 20 km/h. Damit mäht der Lohnunternehmer bei guten Voraussetzungen bis zu 20 Hektar pro Stunde. Diesen Einsatz konnten wir schon einige Tage früher auf einem anderen Betrieb in der Region filmen. Vor allem in Stoßzeiten wie jetzt möchte Altenbuchner die Schlagkraft des großen Selbstfahrers auf keinen Fall missen. Gerade beim ersten Schnitt ist es halt schon so, da haben wir so viel auf einen Tag, nicht? Und wir können es uns nicht vorstellen, da muss ich mit 3 anderen im Mähwerke rausfahren, was das eine alleine macht. Und das relativ locker, nicht? Und wir haben mittlerweile Kundschaften, die haben um die 80 Hektar Gras. Die, was sie gern alles selber tun, aber da einfach nicht mehr, was selber nicht mehr so geht, dass sie eine gescheite Silage zusammenbringen. Seit 2006 ist Altenbuchner mit dem Kuger unterwegs. Nachdem die erste Maschine durch einen Unfall zerstört wurde, hat sich der Lohnunternehmer kurzerhand eine neue Gebrauchte aus Dänemark gekauft. Vom Konzept sind Vater und Sohn bis heute überzeugt. Ja, der Kuger hat von Anfang an einfach den Vorteil gehabt mit der Bodenanpassung. Also das hat man zur dortigen Zeit sowieso überhaupt keiner können und können auch heute noch nicht, weil die Mähbalken haben einfach nicht ganz so breit, die müssen nicht ganz so breit sein. Und alles ist Auflagedruck geregelt, also das läuft perfekt. Wie schwieriger das die Fläche ist, wie überlegener ist er gegenüber einem kleinen. Weil er 5 Mähwerke hat und wenn ich einmal hinfahre und die 5 Mähwerke elektronisch aufgehängt sind und die eine riesen Bodenanpassung haben und wenn ich da einmal langsam drüber fahre, dann habe ich 15 Meter gemacht. Und wenn du mit einem normal denkst, dann hast du vielleicht 6 Hektar gemacht und du machst aber nur mal einen Boden rein, weil das mit Federn und weißt und wenn das Mähwerk hergeht, dann ist die Feder entlassen, dann hast du mehr Auflage gedrückt, dann geht es einen Träger rein. Das tut der Kuger nicht. Der hat überall, ob die Mähwerke so oder so stehen, die haben immer denselben Auflagedruck. Und er ist auch von der Gewichtsverteilung ein Wahnsinn. Er hat einfach 4 900er Rahl um, sage ich einmal. Da hat der Traktor nicht einmal hinten um, wenn es blöd hergeht. Gell? Wir mahnt in Moosdorf aus Moos, was kaum ein Traktor mag können. Und wenn es mit dem Kuger, machen wir das ohne Probleme. Man muss halt aufpassen, dass man nicht ein zweites Mal hinkommt, dass man sich drüber fährt. Wir haben es schon gehabt, wir haben gemäht. Ja, da hat man von den Spuren fast nichts gesehen. Und 3 Tage später haben sie mit den leeren Kippen stecken geblieben, weil es einfach so nass war. Und ja, so ist es einfach. Aber nicht nur die breiten Reifen schonen den Boden. Durch die große Arbeitsbreite sind insgesamt weniger Überfahrten notwendig. Auch am Vorgewende verliert der Kuga keine Zeit. Auf Knopfdruck werden die Mähwerke ausgehoben. Die Allradlenkung erlaubt enge Wendemanöver in einem Zug. Auch das Fahren im Hundegang wäre möglich. Und selbst im hügeligen Gelände kommt der große Mäher erstaunlich gut zurecht. Die Kabine sitzt weit hinten, sodass der Fahrer alle Mähwerke im Blick hat. Trotzdem ist volle Konzentration gefragt, um bei diesem Tempo nichts zu übersehen und keine Arbeitsbreite zu verschenken. Ein GPS-Lenksystem hat das Fahrzeug leider nicht. Nur etwa 30 Einheiten soll Klaas in Summe gebaut haben. Dann wurde die Produktion des Kuga eingestellt. Ein Grund dafür war die fehlende Schwarzzusammenführung, die andere Selbstfahrer zu dieser Zeit schon bieten konnten.
In puncto Schlagkraft kann dem Kuga aber bis heute keine andere Mähmaschine das Wasser reichen. Wie viele Fahrzeuge noch im Einsatz sind, lässt sich schwer sagen. Altenbuchner fährt jedenfalls die einzige Maschine in Österreich. Und sie wird gehegt und gepflegt, damit sie noch möglichst lange hält. Um hochwertiges Futter für seine Kunden einzufahren, achtet Altenbuchner auf möglichst kurze Feldliegezeiten. Eintagessilagen sind eher die Regel als die Ausnahme. Entweder machst du auf die Nacht und tust das in der Früh rein, also mit dem Aufbereiter. Oder wenn einer 30 Hektar hat oder nur mehr, dann sind wir in der Lage, wenn wir um 8 Uhr in der Früh mähen und es ist wieder normal und er hat ein normales Gras, dann haben wir um das um 5 Uhr auf die Nacht drinnen und er hat eine Anwälkung irgendwo von 32, 35 TS. Und wir wissen da mittlerweile genau, wie schneller dass man sie lernt, wie besser wird sie laschen. Das Mähen verrechnet der Lohnunternehmer mit einem Mischpreis für Fläche und Einsatzzeit. Aus seiner Sicht die fairste Lösung. Da, wo es schneller geht, wird es pro Hektar günstiger. Um Zeit zu sparen, mähen viele Kunden ihre Flächen schon vorher aus. Zum Umsetzen klappt der Kuga seine Ausleger zusammen und dreht die Kabine um 180 Grad. So hat der Fahrer freie Sicht nach vorn. Auf der Straße fährt die Maschine 40 Stundenkilometer schnell. So kann der Lohnunternehmer einen großen Aktionsradius abdecken. Neben dem Mähen und Häckseln bietet Altenbuchner auch Ladewagensilage, Silowalzen, Stroh- und Heustockpressen an. In der Saison beschäftigt er bis zu 10 Mitarbeiter. Auch wenn es nicht immer einfach ist. Josef Altenbuchner könnte sich keinen schöneren Beruf vorstellen. Es ist ganz schön vielseitig. So wird eigentlich alles gehen. Ja, du sollst von jeder Maschine oft besser Bescheid wissen wie der Hersteller. Und du musst einteilen können. Du musst mit den Leuten kennen, man muss das Kaufmännische irgendwo kennen. Landwirtschaftlich musst du dich einfach auskennen, gell, was wird eigentlich braucht und was nicht. Ja, mit unseren Leuten macht es einfach Spaß, einfach, weil die alle so bemüht sind. Und also ein gutes Team haben wir schon beieinander, muss man schon sagen. Ja. Zurück nach St. Georgen. Josef Altenbuchner weist gerade das nächste Kippergespann ein. Bei der neuen Maschine unterstützt ein funkbasiertes Kamerasystem den Fahrer. Die Silometer ist in der Zwischenzeit schon wieder um einige Meter gewachsen. Um 40 Kubikmeter Gras zu verpressen, braucht die Silospeed gerade einmal 4 Minuten. Während die Transportfahrzeuge wechseln, bedient sich die Maschine aus dem großen Aufnahmebunker. Der Klaas Jaguar 960, ein Häcksler aus der 600 PS-Klasse, bringt die Siliermaschine jedenfalls nicht ins Schwitzen. Pro Laufmeter lagern rund 5000 Kilogramm Silage im fertigen Folientunnel. Durch die kleine Anschnittfläche stimmt der Vorschub, sodass auch im Sommer nichts schlecht wird. Verbesserungen bei der Fütterung und bei der Tiergesundheit konnte Franz Erbschwendner bereits feststellen. Das Futter ist viel gleichmäßiger. Von der Qualität her, von Geschmack her, ein Viech möchte allweil, oder ein Rindviech möchte halt allweil das selbe haben. Das war allein schon für einen Verdauungsgang das Optimalste. Und wenn du da jeden Tag was anderes bringst, oder jetzt wird es gleich warm und dann räumst du das an und ist doch noch nicht gescheit. Und wie beim Vorsilo, dann hast du Schwankungen und mit den Schwankungen kommst du nicht auf eine Leistung. Und vor allem auf keine gesunde Leistung. Du kannst schon eine Leistung fahren, auch mit einem Labernsilo. Nur es geht auf die Vitalität da. Überraschenderweise sind es vor allem große Vollerwerbsbetriebe, die auf das Ernteverfahren mit der Silospeed schwören. Also die, was betreiben, also profimäßig, die glaube ich, bauen kein Vorsilo mehr. Und gerade so Betriebe bis 200 Großvieheinheiten. Also wir sind mittlerweile bei den Größen, sind eigentlich momentan am zufriedensten. Erstens ist so Komfort, weil ich bin fertig, brauche nicht abdecken. Dann ist Silo-Qualität. Also wenn ich wirklich ein gutes Gras einbringe, dann sagen sie in der Regel zwischen 1-2 Liter Milch pro Kuh und Tag was mehr fressen gegenüber dem Vorsilo. Um den Vertrieb der Siliermaschine kümmert sich seit letztem Jahr der Landtechnikhändler Mauch. So können sich die Entwickler auf technische Details und neue Projekte konzentrieren. Derzeit arbeitet Altenbuchner an einem passenden Entnahmegerät, das den Folientunnel immer luftdicht verschlossen halten soll. Wir sind gespannt. Liebe Zuschauer, was haltet ihr von der Silospeed?
Ist das eine Alternative zu herkömmlichen Silierverfahren? Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare und lasst ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Wir sind natürlich weiterhin für euch mit der Kamera unterwegs, immer auf der Suche nach spannenden Geschichten und interessanten Maschinen. Abonniert unseren YouTube-Kanal, wenn ihr keinen Beitrag mehr verpassen wollt.